In den letzten Jahrzehnten hat sich unsere Lebenserwartung immer weiter verlängert und das ist eine tolle Sache. Das hängt aber leider weniger damit zusammen, dass wir es geschafft haben, durch einen gesünderen Lebensstil den biologischen Alterungsprozess zu verlangsamen. Im Gegenteil, heutzutage haben wir durch den Bewegungsmangel, den wir heutzutage teilweise auch berufsbedingt haben und durch die schlechte Ernährung, durch viel industriell verarbeitete Nahrung und auch durch den Stress, den wir heutzutage haben, eher einen ungesünderen Lebensstil. Die höhere Lebenserwartung erreichen wir vielmehr dadurch, dass wir durch den medizinischen Fortschritt eine bessere medizinische Infrastruktur haben und bessere Therapiemaßnahmen, um den Altersleiden entgegenzuwirken. Viele Menschen wollen sich damit aber zu Recht nicht zufrieden geben, denn mit der höheren Lebenserwartung ist auch der Wunsch gewachsen, möglichst lange jung auszusehen und damit eben den Alterungsprozess der Haut zu beeinflussen. Und da spielen natürlich viele Lifestyle-Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel die Ernährung, Stress, Bewegung und Sport, Rauchen oder auch der Konsum von zu viel Alkohol. Und weil Änderung des Lebensstils natürlich sehr anstrengend ist, werden uns da in der Werbung vermehrt einfache Lösungen präsentiert. So von wegen, wir müssen nur diese eine Anti-Aging-Creme nehmen und alle Falten verschwinden. Aber so einfach ist es in der Realität natürlich nicht. Solche Produkte haben eben oft nur die Aufgabe, Falten zu überdecken. Sie setzen aber nicht an der Ursache des Problems an. Es gibt aber eben auch effektive Verfahren, die wirklich eine Wirkung erzeugen. Und eins davon ist das sogenannte Microneedling. Und das möchte ich dir heute vorstellen. Bevor ich genau auf das Verfahren eingehe, möchte ich erstmal darüber sprechen, was im Rahmen des Alterungsprozesses überhaupt mit unserer Haut passiert. Damit wir dann im Endeffekt verstehen, wo das Microneedling genau ansetzt. Dafür schauen wir uns einmal an, wie die Haut überhaupt aufgebaut ist. Die Haut lässt sich nämlich in drei Schichten einteilen. Das ist einmal die Epidermis, die Oberhaut. Darauf folgt die Dermis, die sogenannte Lederhaut. Und ganz unten die Subcutis, die Unterhaut. Wir schauen uns zunächst mal die äußerste Hautschicht, die sogenannte Epidermis, genauer an. Sie ist die Hautschicht, die wir sehen und berühren können und die unseren Körper vor Fremdstoffen und auch vor Flüssigkeitsverlust schützt. Sie besteht zu über 90% aus sogenannten Keratinozyten. Die Keratinozyten werden in der untersten Schicht der Epidermis, der sogenannten Basalzellschicht, gebildet und über einen Zeitraum von 4 Wochen durchwandern sie dann die Schichten der Epidermis, bis sie die äußerste Schicht erreicht haben und dort die sogenannte Hornschicht bilden. Und während die Keratinozyten diese Schichten durchwandern, findet die sogenannte Keratinisierung statt. Das ist der Verhornungsprozess der Keratinozyten. Sie entwickeln sich im Rahmen der Verhornung nämlich zu sogenannten Korneozyten. Die Korneozyten sind abgeflachte, abgestorbene Hornzellen, die keine Zellorganellen mehr enthalten. Sie bilden die direkte Barriere zur Außenwelt und verhindern so, dass Fremdstoffe in den Körper gelangen. Und in die Räume zwischen den Korneozyten sind Lipide, also Fette, eingelagert, die die Barriere dann nochmal versiegeln. Also die Korneozyten sind quasi die Ziegelsteine und die Lipide sind der Mörtel, so kann man sich das vorstellen. Die Lipide sind aber auch noch aus einem anderen Grund sehr wichtig. Sie bilden nämlich zusammen mit den Korneozyten eine wasserabweisende Schutzschicht und verhindern so, dass die Haut austrocknet. Die Korneozyten lösen sich kontinuierlich von der Haut ab und werden durch neue Korneozyten ersetzt, die von der Basalzellschicht, also in der untersten Schicht, in die Hornschicht wandern. Und so erneuert sich die Epidermis ständig. Mit dem Alter sinkt jetzt aber die Syntheserate von Keratinozyten in der Basalzellschicht. Und dadurch können sich logischerweise auch weniger Keratinozyten zu den Korneozyten, also den verhornten Zellen, differenzieren. Und dadurch wird die Epidermis dünner. Gleichzeitig werden auch weniger Lipide gebildet und die schützende Fettschicht bildet sich zurück. Dadurch wird die Haut dann trockener. Als nächstes schauen wir uns die Dermis an. Das ist die Hautschicht, die sich direkt unter der Epidermis befindet. Die Dermis ist die dicke Mittelschicht der Haut, die der Haut ihre Festigkeit und Elastizität verleiht. Sie besteht aus Bindegewebe mit vielen Kollagen- und Elastinfasern. In das Gewebe sind zahlreiche Blut- und Lymphgefäße, Hautdrüsen, Haarwurzeln und Sinnesrezeptoren eingeflochten. Die Hauptstruktur geht aber, wie gesagt, von Kollagen- und Elastinfasern aus. Kollagen ist das wichtigste Strukturprotein des Körpers und hat sogar einen Anteil von mehr als 30% an der Gesamtmasse aller Proteine im Körper. In der Dermis bilden einzelne Kollagenmoleküle dann komplexe Kollagenfasern. Und diese Kollagenfasern sind stabiler als jede Muskelfaser und geben der Haut damit eine enorme Zugfestigkeit und eine mechanische Widerstandsfähigkeit.
Die Kollagenfasern haben aber einen Nachteil. Sie sind nahezu unelastisch und können sich nur minimal dehnen. Und hier kommt das zweite große Strukturprotein ins Spiel, das Elastin. Elastin ist im Gegensatz zum Kollagen, wie der Name schon sagt, sehr dehnbar und verformbar und gibt der Haut somit die erforderliche Elastizität. Und durch den Verbund dieser beiden Strukturproteine wird die Haut sowohl reißfest als auch elastisch. Das Gerüst aus Kollagen und Elastinfasern ist dann wiederum eingebettet in eine hyaluronsäurehaltige Grundsubstanz. Die Hyaluronsäure bindet enorme Mengen an Wasser. 1 Gramm Hyaluronsäure kann bis zu 6 Liter Wasser speichern, also eine enorme Menge. Und so polstert sie die Haut von unten auf und verleiht ihr die Spannkraft, sodass sie von unten straff, von außen straff aussieht. Welche Alterungsentscheidungen zeigen sich jetzt in der Dermis? Das ist natürlich das Spannende. Sowohl Kollagen als auch Elastin und die Hyaluronsäure werden im Bindegewebe von sogenannten Fibroblasten produziert. Im Alter verlangsamt sich jedoch der Stoffwechsel der Fibroblasten und dadurch werden weniger Kollagen sowie Elastinfasern und auch weniger Hyaluronsäure produziert. Und durch den Rückgang der Kollagenfasern verliert die Haut dann ihre Festigkeit. Durch den Rückgang der Elastinfasern verliert die Haut ihre Elastizität. Das habe ich ja auch gerade schon angesprochen. Und durch den Rückgang der Hyaluronsäure verliert die Haut Feuchtigkeit und Volumen, weil weniger Wasser gespeichert wird und es kommt zur Faltenbildung. So, und als letztes schauen wir uns die Subkutis, die unterste Hautschicht, an. Sie ist die Fettschicht der Haut und hat die Aufgabe, Energie in Fettzellen zu speichern, den Körper dadurch zu polstern und als Isolationsschicht vor Wärmeverlust zu schützen. Außerdem dient sie als direkte Abgrenzung der Haut zur Körperfaszie, die wiederum die Muskulatur von der Subkutis abgrenzt. Die Subkutis besteht hauptsächlich aus lockerem Bindegewebe und Fettgewebe. Und durch Bindegewebsseptin, also kleine Trennwände, wird das Fettgewebe in läppchenartige Inseln eingeteilt. In den Bindegewebsseptin verlaufen viele Blutgefäße, die für die Sauerstoffversorgung und Ernährung der Haut verantwortlich sind. Im Rahmen des Alterungsprozesses geht die Anzahl und die Größe der Lipidzellen zurück. Dadurch wird die Fettschicht dünner, wodurch die Haut insgesamt dünner wird. Und durch den Rückgang der Kollagen- und Elastinfasern in der Dermis, den ich gerade angesprochen habe, kann die Fettschicht der Subkutis nicht mehr genügend stabilisiert werden und neigt dazu, schlaff herabzuhängen, was dann leider auch von außen wahrnehmbar ist. Fassen wir die Alterungserscheinung der Haut also nochmal kurz zusammen. In der Epidermis der äußeren Schicht haben wir einen Rückgang bei der Teilungsrate der Keratinozyten, wodurch die Epidermis insgesamt dünner wird. Gleichzeitig werden weniger Lipide gebildet, wodurch die Haut vermehrt Feuchtigkeit verliert und trockener wird. In der Dermis der mittleren Schicht kommt es zu einem Rückgang der Synthesefähigkeit der Fibroblasten. Dadurch werden weniger Kollagen- und Elastinfasern und weniger Hyaluronsäure gebildet. Und in der Subkutis der untersten Schicht kommt es zu einem Rückgang der Lipidzellen, dadurch zu einem Volumenverlust und insgesamt zu dünnerer Haut. Und außerdem kann die Fettschicht durch den Rückgang der Kollagen- und Elastinfasern nicht mehr richtig stabilisiert werden. So, jetzt haben wir genug über die unschönen Seiten der Hautalterung gesprochen. Viel spannender ist jetzt natürlich, wie das Microneedling dem entgegenwirken kann. Beim Microneedling fahren wir mit einem sogenannten Dermaroller, der mit 0,2 bis 3 mm langen Nadeln bestückt ist, oder mit einem elektrischen Dermapen über die Gesichtshaut. Dabei dringen die Nadeln senkrecht in die Gesichtshaut ein und verursachen leichte Verletzungen. Und diese Verletzungen sorgen dafür, dass es zu einer starken Ausschüttung von Wachstumsfaktoren kommt. Diese Wachstumsfaktoren sorgen wiederum dafür, dass vermehrt Fibroblasten gebildet werden und dafür, dass bestehende Fibroblasten vermehrt Kollagenfasern, Elastinfasern und Hyaluronsäure bilden. Das ist ein ganz natürlicher Prozess im Rahmen der Wundheilung. Und durch die Vermehrung der Kollagenfasern gewinnt die Haut wieder mehr Volumen und mehr Zugfestigkeit. Durch die Vermehrung der Elastinfasern gewinnt die Haut wieder mehr Elastizität und dadurch, dass gleichzeitig auch mehr Hyaluronsäure gebildet wird, bindet die Haut mehr Wasser, wird dadurch von innen gepolstert und gewinnt mehr Spannkraft. Die Steigerung der Hyaluronsäure wirkt sich auch auf die Epidermis aus. Der Rückgang der Teilungsrate bei den Keratinozyten in der Basalzellschicht ist nämlich abhängig von der Verfügbarkeit von Hyaluronsäure. Und mit mehr Hyaluronsäure erhöht sich auch die Teilungsrate der Keratinozyten deutlich. Und dadurch wird die Epidermis wieder dicker.
Die Wachstumsfaktoren sorgen außerdem dafür, dass sich die Kapillare der Haut feiner vernetzen, wodurch die Haut besser mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt wird und sich die Regenerationsfähigkeit insgesamt verbessert. Und auch auf die Subkutis wirkt sich das Microneedling aus. Durch das dichtere Kollagen- und Elastinfasernetz kann die Fettschicht der Subkutis nämlich wieder besser stabilisiert werden. Das Prinzip, das hinter der gesundheitsfördernden Wirkung des Microneedlings steckt, ist das sogenannte Hormesis-Prinzip. Das Hormesis-Prinzip besagt, dass sich jegliche Stressoren in der richtigen Dosierung gesundheitsfördernd auswirken, weil sie dann die körpereigenen Widerstandskräfte stärken. Allein das Verhältnis der Dosis der Belastung zur individuellen Widerstandsfähigkeit eines Menschen entscheidet darüber, ob es zu einer irreversiblen Schädigung oder zu einem gesundheitsfördernden Reiz kommt. Und dieses Prinzip lässt sich wunderbar am Beispiel des Muskelaufbaus verdeutlichen, denn hier verursacht das Muskeltraining ja auch erstmal Verletzungen im Muskelgewebe. Diese Verletzungen sind aber nicht schädlich, sondern sie führen zu einer Anpassungsreaktion des Körpers. Und die gesundheitsfördernde Wirkung des Reizes basiert darauf, dass der Körper mit Superkompensation reagiert. Das bedeutet, er repariert nicht nur den entstandenen Schaden im Muskelgewebe, sondern stärkt die Muskulatur, um sich damit schon auf den nächsten Reiz vorzubereiten. Und das lässt sich auch wunderbar aufs Microneedling übertragen. Microneedling ist quasi das Muskeltraining für die Haut. Die Nadelstiche wirken sich nämlich nicht negativ aus. Man könnte ja davon ausgehen, dass die Nadelstiche den Alterungsprozess der Haut sogar beschleunigen, weil sie erstmal Verletzungen verursachen. Das ist aber nicht so, weil der Körper auch hier mit Superkompensation reagiert. Das bedeutet, er repariert nicht nur die im Gewebe entstandenen Verletzungen, sondern bereitet sich quasi schon auf den nächsten Nadelstich vor, indem er mehr Kollagenfasern bildet, mehr Elastinfasern bildet, die Durchblutung verbessert und so weiter. Jetzt gilt es natürlich noch zu klären, wie man das Ganze am besten umsetzt. Und da gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Man kann das Verfahren professionell in einer dermatologischen Fachpraxis durchführen lassen oder man macht es selbst zu Hause. Der Hauptunterschied dabei liegt in dem verwendeten Dermaroller. Für die Anwendung zu Hause werden üblicherweise 0,2 bis 1,5 mm lange Nadeln verwendet. Und in einer Fachpraxis können auch längere Nadeln verwendet werden, weil das Ganze ja unter professioneller Aufsicht erfolgt. Für den Fall, dass die Haut dann doch mal stärker reagieren sollte. Generell sind die Dermaroller in einer Fachpraxis auch von etwas besserer Qualität, was die verwendeten Materialien und die Verarbeitung angeht. Wobei man aber auch sagen muss, dass die Qualitätsunterschiede heutzutage nicht mehr so groß sind. Also es gibt auch Dermaroller, die sich nur noch gering vom Profi-Werkzeug unterscheiden. Ein wirklich gutes Produkt habe ich dir mal verlinkt, findest du ganz oben in der Videobeschreibung. Für Personen, die vergleichsweise hohen Kosten einer medizinischen Behandlung nicht tragen möchten, aber trotzdem von der verjüngenden Wirkung des Microneedlings profitieren möchten, ist die Heimanwendung aber auf jeden Fall super geeignet. Es gibt da aber ein paar Dinge, die man auf jeden Fall beachten sollte und darauf möchte ich kurz eingehen. Wer unter Akne leidet, sollte auf jeden Fall auf das Microneedling verzichten, weil man damit der Haut eher schadet, als dass man ihr nützt. Und bei empfindlicher Haut würde ich empfehlen, erstmal sehr kurze Nadeln zu verwenden, um zu schauen, wie die Haut darauf reagiert. Und da kann man sich im Nachhinein natürlich auch noch steigern. Und was bei der Heimanwendung auch sehr wichtig ist, ist die Hygiene. Deswegen habe ich dir auch zusätzlich zum Dermaroller mal ein Reinigungsset verlinkt, mit dem du dann alles hast, was du benötigst. So, wie startet man die Behandlung jetzt zu Hause? Vor der eigentlichen Anwendung ist es auf jeden Fall wichtig, den Dermaroller nochmal zu desinfizieren. Dafür füllt man eine Schüssel mit Wasser und gibt im Verhältnis von ungefähr 4 zu 100 das Desinfektionsmittel dazu. Das bedeutet, auf 100 Milliliter Wasser kommen 4 Milliliter Desinfektionsmittel. Und man nimmt dann eben so viel, wie man dafür benötigt, dass der Dermaroller vollständig abgedeckt ist. Dann gibt man den Dermaroller in die Schüssel und wartet ca. 15 Minuten, bis sich alle Verunreinigungen gelöst haben. Und danach lässt man den Dermaroller kurz trocknen. Deswegen muss man sich da auch keine Sorgen machen, dass man durch das Desinfektionsmittel die natürliche Hautflora schädigt, weil sich das Desinfektionsmittel eben sehr schnell wieder verflüchtigt und trocknet. Im zweiten Schritt ist es natürlich auch wichtig, dass die Gesichtshaut vor der Anwendung sauber ist und deswegen macht es auf jeden Fall auch Sinn, das Gesicht vorher nochmal mit Wasser zu reinigen. Und dann fängt man auch schon mit dem Dermaroller an, mit leichtem Druck über das ganze Gesicht zu fahren. Beim ersten Durchgang kann man mit horizontalen Bewegungen über das Gesicht fahren und im zweiten Durchgang dann nochmal vertikal, damit wir auch jede Stelle des Gesichts mehrfach erreichen. Dabei kann es zu leichten Rötungen kommen. Das ist aber ganz normal und auch ein Zeichen dafür, dass wir die Wirkung erzielen, die wir erzielen wollen. Wenn es aber zu starken Blutungen kommt, dann sollte man unbedingt weniger Druck ausüben.
In jedem Fall ist die Haut nach der Anwendung aber etwas empfindlicher und deswegen macht es meiner Meinung nach auch am meisten Sinn, das Microneedling abends direkt vor dem Schlafen durchzuführen. Erstens, weil wir dann nichts mehr vorhaben und zweitens, weil wir der Haut im Schlaf dann die Möglichkeit geben, sich zu regenerieren. Nach der Anwendung sollte man den Dermaroller dann auf jeden Fall erneut reinigen und desinfizieren, so wie ich es vorhin beschrieben habe, damit die Hautreste eben wieder entfernt werden. Und dann sollte man das Gerät wieder verpacken, am besten in die Box, die so schon dabei ist, damit das Gerät nicht bis zur nächsten Anwendung wieder verunreinigt wird. Du siehst also, dass die Behandlung zu Hause nicht viel Zeit in Anspruch nimmt. Deswegen probier es doch einfach gerne mal aus und schreib mir natürlich auch deine Erfahrung in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und über ein Abo. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.